Oh Mann, ich bin super gespannt, was es werden wird. Oh ja, das bin ich auch. Ich kann es schon gar nicht abwarten. Oh Mann, wann kommt der Doktor denn endlich? Es kann doch nicht wirklich so lange dauern. Naja, ich weiß es nicht. Hey, ihr beiden, und wie geht's? Oh mein Gott, sind Sie das etwa? Ganz recht, das sind eure beiden süßen Zwillinge. Das ist Wahnsinn, sie sehen zu verwechseln ähnlich aus. Oh Mann, sie sind so süß. Darf ich sie mal halten? Oh. Natürlich darfst du das. Letztendlich sind es ja auch deine Kinder. Oh Mann, ihr beiden seid wirklich niedlich. Oh ja, die kommen wirklich ganz durch ihre Mutter, würde ich sagen. Oh Mann, wir müssen sofort nach Hause gehen. Ich habe so viele tolle Sachen vorbereitet. Achtung, Achtung, ein Notfall. Ein Doktor muss sofort in das zweite Stockwerk kommen. Und abgesehen davon sollten die Zuschauer einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da lassen. Au, oh. Oh, warte mal ganz kurz. Da fällt mir gerade noch ein. Wir müssen doch den ganz kurzen Gesundheitscheck machen. Den Gesundheitscheck? Natürlich, klar. Ja, tut mir leid. Das habe ich total vergessen. Ich muss ihn noch mal ganz kurz mitnehmen. Aber keine Sorge, das dauert nicht lange. Ich bin sofort wieder da. Oh Mann, okay, na schön. Ach, ganz ruhig. Oh, die sehen doch super aus. Wie sollen wir sie nennen? Ich glaube, wir nennen sie Cedric. Aha, und wie nennen wir den anderen? Weiß ich nicht. Ich glaube, den nennen wir auch Cedric. Na dann, los geht's. Bringen wir euch beide mal zum Doktor. Hallo? Gut, dass du da bist. Du bist aber nicht der Doktor. Wer bist du denn dann? Was? Kein Doktor? So ein Schwachsinn habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ich bin sehr vieles, mein Freund. Ich bin Journalist, Magier, Synchronsprecher, YouTuber, Secret-Typ und auch Doktor. Okay. Was ist denn mit dem alten Doktor passiert? Naja, der ist, sagen wir mal, kurzfristig beurlaubt. Okay, na schön. Dann gebe ich dir die beiden dann mal und du kannst den Check machen, okay? Ja, selbstverständlich. Bis gleich. Wo zur Hölle ist er denn jetzt hin verschwunden? Ach, egal, der wird sicher wissen, was er tut. Und da wären wir auch schon, meine Lieben. Willkommen bei mir zu Hause. Daku, danke. Ganz genau, mein Freund. Es ist Zeit für ein bisschen Magie. Das ist eine meiner liebsten Übungen. Das mache ich immer sehr, sehr gerne. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Kartoffel. Und noch eine Kartoffel. Und noch eine dritte Kartoffel. Und dann haben wir Kartoffelchips. Und diese Kartoffelchips gebe ich jetzt dir. Und die Kartoffel gebe ich dir. Und dann spreche ich den magischen Satz. Friens njarnjas njarnjalernjir. Hä? Und nun wird derjenige von euch, der die Chips gegessen hat, böse sein. Mein innerer Nachfolger also. Oh Mann, ich muss echt mal was für meine Gesundheit tun. Na dann zurück. Oh, du bist wieder aus dem Nichts aufgetaucht. Gut zu wissen. Und wie ist der Check? Der Check? Was für ein Check? Ach so, ja, natürlich. Der lief hervorragend. Sie sind kerngesund. Vor allem der rechte. Okay, na schön. Dann werde ich sie beide wohl ihrer Mutter wiedergeben. Genau, mach das. Das ist eine sehr gute Idee. Wir sehen uns. Also dann, ihr beiden, hier habt ihr eure Kinder. Los geht's. Okay, perfekt. Vielen Dank. Ich nehme den hier und du nimmst den hier, okay? Wir gehen dann jetzt nach Hause. Aber vielen Dank für alles. Klar, absolut kein Problem. Immer wieder gerne. Also dann, ihr beiden, wir werden heute ein bisschen spazieren gehen. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Zeit für uns. Und deswegen macht keinen Quatsch, okay? Wir sind bald wieder zurück. Ja, natürlich, kein Problem. Wir werden nichts machen. Das hoffe ich auf jeden Fall. Na dann los, lass uns gehen. Bis dann, hab euch lieb. Ich euch aber nicht. Ach komm, Cedric, sei nicht so gemein. Oh, Cedric, bist du etwa traurig? Bist du heulen gehen oder so, dann geh doch heulen. Ich verstehe wirklich nicht, warum du immer so gemein bist. Tja, ich glaube, es liegt mir einfach im Blut. Haha, jetzt wo unsere Eltern weg sind, kann ich so viel Unfug anrichten wie möglich. Oh, dieser Computer sieht sehr wertvoll aus. Huhu. Oh, dieser Controller ist ja auch wirklich Müll. Ha, hey, du kannst es nicht machen. Lass Papas Sachen in Ruhe. Ach was, ist doch nicht schlimm. Ich werde ja jedem erzählen, dass du das warst. Oh, da kommt mir eine super Idee. Ich werde mal ganz kurz hier anrufen. Hallo? Warte, stopp, wen rufst du denn an? Das wirst du gleich noch herausfinden. Ja, hallo, die Polizei. Hier. Wie kann ich helfen? Der Supermarkt wird gerade überfallen, ja. Was? Der Supermarkt wird gerade überfallen? Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder. Das ist schon das dritte Mal diese Woche. Ja. Ihr solltet möglichst schnell vorbeischauen, sonst kann es schon fast zu spät sein. Okay, wir machen uns sofort auf den Weg. Los geht's, Fred, pack die Sachen ein. Ey, lass das. Du kannst doch nicht einfach so ohne Grund bei der Polizei anrufen. Die haben Wichtigeres zu tun. Ach, kann ich nicht? Ich finde das ganz schön witzig, wenn ich ehrlich bin. Hände hoch, Hände hoch. Bleibt stehen. Die Polizei ist da. Blöde Einbrecher, ihr seid verhaftet. Was ist denn los? Wo sind die Einbrecher? Sind sie schon wieder? Komm, Mist. Nein, um genau zu sein, wurde hier nirgendwo eingebrochen. Es wurde hier nirgendwo eingebrochen? Oh, verdammt. Dann war das ein Ablenkungsmanöver von den Verbrechern. Mist, ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich werde euch finden, blöde Verbrecher. Aber es gibt überhaupt keine Verbrecher.
Naja, egal. Das hat sicher super toll funktioniert. Ach Mann, du bist so gemein. Was könnte ich denn jetzt noch machen? Hey, wir sind wieder zurück. Der Spaziergang war gar nicht mal so... Mein Fernseher ist kaputt. Wer von euch beiden hat mein Fernseher kaputt gemacht? Was? Sowas will ich doch niemals tun. Das war Cedric, ganz sicher. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Fernseher war super teuer und super gut. Ich war das nicht. Es war der andere. Das würde ich jetzt auch sagen an eurer Stelle. Wahrscheinlich wart ihr es am Ende noch beide. Das finde ich sowas von respektlos von euch. Und das gibt eine Strafe. Ihr bekommt alle beide Hausarrest. Was? Aber Papa, ich war das doch gar nicht. Das war er. Er ist total böse. Das interessiert mich jetzt. Ab in euer Zimmer. Los. Es ist ja wohl eine Frechheit. Und mein teurer Controller ist auch noch kaputt. Na, wartet. So, ihr bleibt jetzt hier in eurem Zimmer, bis ich mich abgeregt habe. Mann. Oh Mann, und dann bist nur du schuld. Haha, das ist mir doch egal. Wen interessiert das denn? Dann doch einfach schnell über den Balkon springen. Nein, tu das nicht. Und ob ich das tun werde? Woohoo! Oh Gott, er ist wirklich runtergesprungen. Oh Mann, ich muss ihn folgen. Aber was ist, wenn Mama und Papa merken, dass ich nicht hier bin? Ach, egal, es ist unwichtig. Ich muss ihn retten. Oh! Haha, Blumen entwurzeln. Oh Mann, die braucht doch sowieso keiner mehr. Das ist doch alles nur Müll. Hey, was machst du da? Na, was denkst du, was ich hier tue? Deine Sonnenbrille klauen. Die steht mir viel besser als dir. Hey, was soll das denn? Guck dich doch mal an. Du bist ein Hund. Du dürftest nicht mal reden können. Oh Mann, du bist aber wirklich gemein. Puh, da bin ich endlich. Was tust du hier? Oh, Cedric, schön, dass du dich auch mal getraut hast, aus dem Haus auszubrechen. Hätte ich dir ehrlich gesagt nicht mal zugetraut. Ich bin nur hergekommen, um dich wieder zurückzuholen. Mich zurückholen? Oh nein, ich habe eine viel bessere Idee. Lass doch einfach mal ein Eis klauen. Oh yeah, leckeres Vanilleeis. Willst du dich auch eins, Cedric? Mann, das dürfen wir nicht machen. Warum tust du das alles? Hey, Moment mal. Das musst du auch noch bezahlen. Nö, das kann mein blöder Bruder bezahlen. Haha, tschüss. Was ist das denn hier? Tut mir leid, dass es passiert ist. Ich kann das nicht bezahlen. Ich habe kein Geld dabei. Sorry, das ist mein böser Bruder. Okay. Na schön. Na, Cedric, komm schon. Fang mich doch, wenn du willst. Mann, bleib hier. Du kannst nicht von mir wegrennen. Du sitzt in einer Sackgasse. Eine Sackgasse? Tja, das glaubst auch nur du. Woohoo! Und tschüss. Hey, Moment mal. Wo willst du hin? Tja, die bessere Frage ist, wo willst du jetzt hin, Mann? Ohne diesen Schwimmreifen kommst du hier nicht rüber. Du kannst nämlich nicht schwimmen. Ja, aber du doch auch nicht. Ach ja, ganz vergessen. Wow! Oh Gott, ich bin im Wasser gelandet. Hilfe, Hilfe! Du musst versuchen, zur Küste zu kommen. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Das hast du nicht verdient, aber... Na, ich komme mit. Ich helfe dir. Ganz einfach. Los und rauf. Oh Mann, danke, dass du mich gerettet hast. Kein Thema. Wir sind ja auch Brüder. Ich wusste gar nicht, dass du schwimmen kannst. Das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin dir super dankbar. Danke, dass du das für mich getan hast. Aber natürlich, das würde ich doch immer tun. Das würdest du doch auch für mich tun, oder? Ja, sicher. Ich finde mich irgendwie so ganz komisch. So, als ob irgendwas sich von mir losgelöst hätte. Was meinst du denn? Oh nein, mein Fluch wurde gebrochen. So ein Mist. Ach Mann, ich wusste doch, dass ich alt werde. So was Blödes aber auch. Naja, dann wird es für mich wohl Zeit, in Rente zu gehen. Ich werde mich jetzt ganz einsam hier hinsetzen und eine Bratwurst grillen. Und dann, wenn ich diese Bratwurst gegessen habe, werde ich noch eine Bratwurst essen. Und dann, wenn ich diese Bratwurst gegessen habe, werde ich noch eine Bratwurst essen. Und dann... Wer ist dieser komische Typ, Cedric? Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie fühlt es sich so an, als hätte ich ihn irgendwo schon mal gesehen. Naja, ist ja eigentlich auch egal. Weißt du, wir müssen schnell wieder nach Hause. Wir haben schließlich Hausarrest. Oh, stimmt, schnell, los. Oh Gott, ich hab's komplett vergessen, los. Ach, da gehen die beiden hin. Na schön. So, Cedric, ich bin schon da. Puh, oh Mann, das war wirklich ganz schön gefährlich. Wieso habe ich denn sowas Dummes gemacht? Ich habe keine Ahnung, aber seien wir doch einfach froh, dass wir rechtzeitig wieder zurück sind. Du hast recht, ich glaube, sie haben nichts davon gemerkt, dass wir weg waren. Oh Mann, Gott sei Dank. Puh, das war ganz schön anstrengend. Ich glaube, ich gehe ein bisschen ins Bett. Oh Mann, diese Schlafwitze. Ist er jetzt schon müde? Wir sind doch nur durch die halbe Weltgeschichte gelaufen. Wobei, ich bin auch ein bisschen... Also gut, ihr beiden, wisst ihr was? Ich habe kurz drüber nachgedacht. Im Grunde genommen ist es gar nicht mal so schlimm, dass der Fernseher kaputt ist, weil es ist eh nur ein Gegenstand und ihr seid viel wichtiger und ich habe ein bisschen überreagiert und deswegen möchte ich mich bei euch entschuldigen. Sie schlafen? Oh, naja gut. Naja, dann lasse ich sie auf jeden Fall mal schlafen. Oh, Junge, ich liebe Strandurlaub. Das ist immer so super. Cedric, vergiss die Sonnencreme nicht. Was? Sonnencreme? Oh, na schön, gib her. Oh Mann, die denken wahrscheinlich auch, wenn ich das nicht benutze, werde ich komplett rot. Naja, egal. Hier hast du es wieder. Puh, was haben wir denn hier? Wow, hier ist ein Schlauchboot oder sowas. Richtig cool. Oh, ein Schlauchboot. Cool. Oh, kann ich damit fahren, Papa? Bitte. Naja, schon. Kannst du gerne machen, wenn du möchtest. Yippie, du bist der Beste. Aber vergiss eins nicht. Was denn? Lass immer
einen Daumen nach oben und ein Abo auf dem Kanal da. Ach, Papa, sowas vergesse ich schon nicht. Juhu! Und abgesehen davon, fahr nicht zu weit raus. Was? Ach, war sicher nichts Wichtiges. Wow, Alter. Hier ist sogar ein versunkenes Schiff oder sowas. Wow, das hohe Meer ist schon echt spannend, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, wie geht's euch allen so? Huch, warte mal. Hier ist irgendeine Flasche oder sowas im Wasser. Oh, da scheint ein Brief drin zu sein. Hilfe, ich bin auf der verschollenen Insel gefangen. Was? Was denn für eine verschollene Insel? Ich meine, hier gibt es doch tausende Inseln. Und ich glaube, die nächste ist sicher kilometerweit weg. Oder auch nicht. Ja, das ist mein Brief. Oh, bist du hier auf dieser Insel etwa gestrandet? Ja, bin ich. Ich bin hier schon richtig, richtig lange. Oh, na dann ist ja gut, dass ich vorbeigekommen bin. Ich bin hier mit meinem Schlauchboot. Oh, das ist meine Rettung. Du bist mein Retter. Dankeschön. Gar kein Problem. Das ist doch kein Ding. Ist doch selbstverständlich sowas. Na dann komm, hüpf rein. Okay, na schön. Puh, oh, ich danke dir. Ach was, kein Problem. Jetzt müssen wir nur noch den Weg zurückfinden. Nur weiß ich leider nicht, wo der ist. Ach, das ist doch gar nicht mal so schlimm. Dann haben wir vielleicht ein bisschen Zeit für uns. Du bist der erste Mensch seit so langer Zeit, den ich sehe. Oh, das ist wirklich traurig. Wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Naja, ich bin irgendwann mal abgehauen von zu Hause und ich habe mich irgendwie auf einem Boot verlaufen. Und irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass ich halt auf dieser Insel gelandet bin. Oh Mann, du tust mir echt leid. Ach, das muss es nicht. Ich heiße übrigens Paula. Oh, hey Paula, ich heiße Cedric. Hey Cedric. Okay Paula, ich glaube, wenn wir hier ein bisschen weiterfahren, kommen wir bald an. Oh, da sind wir auch schon. Wuhu! Cedric, du warst 5 Stunden weg. Was? Ich habe eine Ausrede. Ich meine eine Entschuldigung. Ich habe ein verlorenes Mädchen gefunden. Hallo, ich bin Paula. Aha, sehr schön. Hallo Paula. Gut, kommst du jetzt ins Hotel, Cedric? Ja, klar, aber was ist denn mit Paula? Mit wem? Ja, mit dem Mädchen. Was für ein... Ach so, das ist doch nicht unser Problem, oder? Aber wir können sie doch nicht hier einfach alleine lassen oder sowas. Wir müssen sie mitnehmen. Sie hat kein Zuhause. Hat kein Zuhause? Was soll das denn heißen? Ist doch nicht unser Salat. Komm mit, Cedric. Bitte, Cedric, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ja, weißt du was? Okay, pass mal auf. Folge mir einfach, Paula. Und wenn du da bist, dann kommst du einfach hinterher. Ich werde dir die Tür aufmachen, okay? Oh, danke schön. Absolut kein Problem. Ja, gut, Papa, wir gehen zurück nach Hause. Na, endlich. Schön, dass du endlich mal Zeit mit Mädchen verbringst. Aber bitte nicht mit irgendwelchen komischen Obdachlosen. Aber Papa, du kannst doch nicht so über die Leute reden. Und ob ich das kann? Hopp, hopp. So, und da wären wir auch schon im Hotel. Jetzt können wir endlich einchecken. Komm, Cedric, wonach guckst du denn? Hey, ich komme sofort. Na schön, hoffen wir mal, dass dieses Hotel besser ist als die letzte Bruchbude. Ja, die war wirklich nicht so gut. Hallo, wie kann ich helfen? Nun, wir haben ein Zimmer gebucht. Stock 2, wenn ich mich nicht irre. Oh, Stock 2. Da muss ich erstmal nachsehen, ob der Schlüssel da ist. Ja, der Schlüssel scheint da zu sein. Na gut, hier, bitteschön. Vielen Dank, gnädige Frau. So. Stopp, Moment mal. Wollt ihr nicht noch zum Mittagessen bleiben? Mittagessen? Naja, wieso eigentlich nicht? Kommt mit, ich zeige es euch. Oh, na schön. Okay, ich komme sofort. Moment, Leute, ich komme kurz nach. Ich glaube, ich habe etwas vergessen. Mann, oh Mann. Hey, Paula. Wir werden jetzt gleich zum Essen gehen. Pass auf. Ich werde jetzt kurz mitgehen und dann werde ich zurückkommen und dich abholen und dich aufs Zimmer bringen, okay? Okay, gut. Danke, dass du das alles für mich tust. Natürlich, gar keine Frage. Cedric, wo bleibst du? Ich komme ja schon. Oh Mann, das Hotel ist schon ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Hier gibt es sogar Souvenirs zu kaufen oder sowas. Ich hätte gerne einen dieser Tintenfische. Einen der Tintenfische? Okay. Lieber den lilanen oder den blauen? Natürlich den lilanen, denn lila ist eine super coole Farbe. Okay, gut. Hier, bitteschön. Dankeschön, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Oh Mann, der ist echt cool. Moment mal, hat er nicht vergessen zu bezahlen? Ach, egal. Wow, das Essen sieht auf jeden Fall auch schon ziemlich lecker aus. Okay, ich bin da, Leute. Na, wurde auch Zeit. Also gut, ich habe für euch etwas ganz, ganz Spezielles vorbereitet. Ein bisschen Orangensaft, ein bisschen, was auch immer das ist, ein bisschen, was auch immer das ist und natürlich die hauseigene Spezialität, der gute alte Herr Fisch. Was? Herr Fisch, alles gut bei dir? Cedric, der Fisch kann nicht auf dich antworten, weil er ein Fisch ist. Ach so, ich dachte, das wäre mein Schullehrer. Dein Schullehrer ein Fisch? Na, das wäre ja wirklich zu komisch. Wahrscheinlich auch noch mit einem Sprachfehler. Oh Mann, sieht auf jeden Fall appetitlich aus. Ja, wir machen mal die Probe. Ja, schmeckt nach Fisch. Wow, Papa, damit hätte jetzt wirklich kein Mensch rechnen können. Übrigens, Papa, ich muss ganz kurz auf Toilette. Ach, Cedric, du hättest doch vor der Fahrt gehen können. Was denn für eine Fahrt? Ach so, tut mir leid, das ist der Spruch, den ich gewohnt bin. Ach, na schön, hier hast du den Schlüssel. Geh nach oben. Aber komm bloß wieder zurück, ja? Es gibt noch ganz viele Delikatessen, die du noch nicht probiert hast. Natürlich, Papa, das will ich doch auf gar keinen Fall verpassen. Okay, bis dann. So, mit diesem Schlüssel kann ich jetzt zu Paula gehen und... Hey, Moment mal, hast du nicht vergessen zu bezahlen? Wie kommst du denn darauf? Naja, weil du nicht bezahlt hast. Was? Aber ich habe doch bezahlt. Oh, okay. Um ehrlich zu sein, bekomme ich doch 50 Euro Rückgeld. Im Ernst? Oh, das
tut mir unglaublich leid, dass ich das vergessen konnte. Ja, aber ist schon okay. Ich verzeih dir das. Okay, dankeschön. Das war echt viel zu einfach. Okay. Paula, bist du hier irgendwo? Hi, Cedric, ich bin hier. Okay, komm mit, wir müssen ganz leise sein. Okay, gut. Es darf uns auf gar keinen Fall irgendjemand entdecken. Hey Jungs, was geht? Hallo, okay, schnell rein. Okay. Gut, sie hat uns Gott sei Dank nicht beachtet. Ach übrigens, ihr beiden, denkt daran, dass der Fahrstuhl ein bisschen klemmt, okay? Ja, danke für den Hinweis. Kein Problem, immer wieder gerne. Oh Mann, na schön, egal, dann lass uns auf jeden Fall mal in Stock 2 gehen. Los geht's! Okay, dann machen wir schon. Cedric, sag mal, geht die Tür nicht auf? Das ist ein Déjà-vu, ich hab das schon mal irgendwo erlebt. Und zack! Okay, so, jetzt sind wir draußen. Okay, pass auf, wir gehen ganz leise und heimlich in diese Tür. Und jetzt müssen wir nur noch irgendein gutes Versteck für dich finden. Oh Mann, okay. Also gut, schauen wir mal, ob wir irgendwo irgendwas finden. Also in der Toilette ist zu wenig Platz. In der Dusche ist es zu durchsichtig. Wo könnte man denn dich verstecken? Im Wandschrank vielleicht. Erwartest du jetzt ernsthaft von mir, dass ich in den Wandschrank gehe? Ja. Nein, ich kann doch nicht die ganze Zeit im Wandschrank sitzen. Na schön, du hast recht. Na gut, vielleicht wäre der Balkon gar nicht mal so schlecht, wenn wir den zumachen? Okay, ich glaube, das wäre eine Idee. Da sollte dich auf jeden Fall niemand finden. Ich finde das wirklich lieb von dir, dass du das tust, Cedric. Du bist wirklich so ein herzensguter Mensch. Und ehrlich gesagt, mag ich dich auch ziemlich gerne. Das ist schön. Oh, ja gut, also das, weißt du, ich dich eigentlich auch. Echt, das ist ja toll. Aber ich, weißt du was, ich muss eigentlich wieder nach unten zurück. Meine Eltern fragen sich wahrscheinlich schon, wo ich abgeblieben bin. Oh Mann, ja okay, aber komm so schnell wie möglich wieder. Natürlich, ich lasse dir meinen kleinen Tintenfisch hier. Dankeschön, so wirst du mir nie fehlen. Natürlich, gut, ich mach dann mal wieder zu. Wir sehen uns nachher wieder. Oh Mann, ich glaube, ich habe eine neue Freundin. Schnell nach unten gehen. Wuhu! Nur gutes Tee. Oh Mann, jetzt geht diese blöde Tür schon wieder nicht auf. Oh, ich habe gehört, da geht diese blöde Tür schon wieder nicht auf. Wuhu! Oh, da ist sie. Dankeschön, diese Tür ist wirklich ein bisschen blöd. Wart ihr nicht gerade eben noch zu zweit? Was? Nein, wie kommst du denn darauf? wir sehen uns dann später wieder, okay? Na schön. Okay, Leute, da bin ich wieder. Woo! Und was gibt's zu essen? Gib mir mal den Schlüssel wieder, Cedric. Ja klar, hier hast du ihn. Zu essen gibt es nichts mehr. Wir haben eigentlich alles aufgegessen. Na ja gut, ist nicht schlimm. Ich hatte sowieso keinen Hunger. Aber es ist noch ein bisschen Orangensaft da, falls du den haben willst. Hier, viel Spaß damit. Ja, der ist wirklich gut. Na, dann lass uns mal aufs Zimmer gehen. Okay, das machen wir, aber davor muss ich euch noch etwas sagen. Ja, was denn? Am Ende kommt noch sowas wie, dass du irgendwo da oben im Zimmer deine komische Freundin versteckst, damit wir sie auf gar keinen Fall finden. Aber das würdest du doch nie tun. Ich kenne dich doch viel zu gut. Natürlich würde ich das nie im Leben tun. Ich wollte nur erzählen, dass der Fahrstuhl klemmt. Ach was, der Fahrstuhl klemmt nicht. Mit dem ist alles in Ordnung, Mann. Ich hasse Fahrstühle. Ich auch. Was muss man denn hier trinken? Das ist so... Okay, perfekt. Mann, was für ein blöder Fahrstuhl. Wieso gibt's nicht einfach eine Treppe? Ich weiß es nicht. Na schön, dann gehen wir mal rein. So, ich will mich jetzt erstmal ein wenig ausruhen. Ja, ich auch. Ich auf jeden Fall auch. Irgendwie wird dieser Stuhl nicht bequem. Ich glaube, ich lege den Schlüssel mal ganz kurz hier nach oben hin, mache die Tür zu und dann gehe ich ganz frische Luft nehmen auf den Balkon. Nein, Papa, nein, das darfst du auf gar keinen Fall tun. Wieso denn nicht? Naja, weil ihr sonst die Möwen auf den Kopf kacken. Du weißt schon. Was? Aber Cedric, wir sind an einem See, nicht im Meer. Ja, aber das sind Seemöwen, genau. Seemöwen? Davon habe ich noch nie was gehört. Ach, egal, das Risiko gehe ich ein. Eine wunderschöne Luft. Eine wunderschöne Aussicht. Und ein wunderschönes Mädchen. Was? Ein wunderschönes Mädchen? Hallo, ich bin Paula. Moment mal, was machst du hier? Ich. Ich weiß schon, Cedric. Das ist nicht das, wonach es aussieht. Also hast du nicht, während du auf Toilette warst, deine Freundin in dieses komische Zimmer hier gebracht? Es ist genau das, wonach es aussieht. Aber es ist trotzdem nicht schlimm, ich meine... Sie muss hier sofort raus. Aber Papa, du kannst das doch nicht tun. Sie und ich sind, also, sie ist meine Freundin. Aha, ja und? Ach so, Moment, das bedeutet, ihr seid zusammen? Wir lieben uns. Aber ihr kennt euch doch erst seit gefühlt 2 Minuten. Ja gut, aber... Kein Aber. Sie muss hier raus. Aber, Papa, bitte. Schatz, komm schon. Du weißt doch. Was weiß ich? Du weißt doch, wie das bei uns beiden war. Wie das bei uns beiden war? Wie...
Oh, das meinst du also? Wie, was meint Mama denn? Naja, weißt du, wie Mama und ich uns kennengelernt haben? Nein. Naja, es war ungefähr so. Ich fand sie da ganz alleine irgendwo in einer Seitengasse. Und naja, erstmal wollte ich gar nicht unbedingt was von ihr wissen, aber irgendwann hat es dann doch gefunkt. Wir haben uns einfach so verliebt und meine Eltern waren da eigentlich auch gegen. Aber das hat uns unsere Liebe nicht im Weg gestanden. Und letztendlich kamst irgendwann du. Naja, und das war die Geschichte. Naja, Mama hat recht. Ich will euch beiden nicht im Weg stehen. Das ist eine wirklich wunderschöne Geschichte, Papa. Und danke, dass du es uns erlaubst. Ach, es ist alles gut. Ich muss manchmal einfach nur daran erinnert werden, was richtig und was falsch ist. Oh Mann, vielen Dank. Oh yeah. Gut, Mann, wie sieht es aus? Also, es sieht natürlich immer super gut aus, wenn das Geld stimmt. Aber eine Meerjungfrau zu fangen, Mann, ach, das wird schon teuer. Da musst du mir erstmal das Geld geben. Ach, es geht immer nur ums Geld, nicht um die Ehre. Und warum genau willst du nochmal eine Meerjungfrau haben? Na, damit ich sie verkaufen kann und... Oh, ja, okay, ich sehe das Problem. Ja, siehste, na dann drück mal raus. Ach, na schön, kann ich auch mit Karte zahlen? Ja, okay, wir regeln das später. Gut, ich gehe jetzt die Meerjungfrau fangen. Bis dann, tschüss. Was für ein komischer Kauz. Na gut, dann gehen wir mal auf die Jagd. Hey, Mr. Octopus, na, wie läuft's? Hast du wieder schön Musik? Oh ja, Prinzessin, ich höre mal wieder den Unterwasser-Groove. Das macht richtig Spaß, oder? Ja, du bist wirklich witzig, Mann. Aber pass auf, ich... Schatz, wo bist du? Oh, pst, meine Mutter kommt. Die Königin? Ja, sie vermisst dich. Sie ja schon. Ach Mann, ich würde noch so gerne ein bisschen draußen bleiben. Ah, da bist du ja. Na, was machst du denn hier draußen? Ach, ich wollte nur ein bisschen spielen, Mama. Darf ich das nicht? Naja, eigentlich nicht so gerne. Das hier ist das offene Gewässer. Hier sind manchmal Menschen unterwegs, weißt du? Und wenn ich auch ganz, ganz vorsichtig bin? Wenn du ganz, ganz vorsichtig bist? Na gut, dann darfst du noch ein bisschen draußen bleiben, aber wirklich nicht lange, okay? Komm dann nach Hause zurück. Okay, Mama. Okay, Mama. Gut, wir sehen uns dann später wieder, okay? Jo, bis gleich. Aber bleib bitte nicht so lange draußen, ja? Ach, die Kleine. Naja, ich erinnere mich daran, dass ich in ihrem Alter war. Da war ich auch ziemlich abenteuerlustig. Oh Mann, das ist richtig spannend. Ich war noch nie so weit außerhalb von zu Hause. Wow, hier draußen wird alles so riesig und so ganz anders als unter Wasser. Okay, los geht's. Nichts kann mich aufhalten. Oh, nichts außer ein Stein mitten im Wasser. Oh, na gut, das ist zumindest das Zeichen dafür, dass ich bei der Meerjungfrau-Bucht angekommen bin. Ich weiß, die Leute halten mich für verrückt, aber... Oh Gott, da ist ein Mensch. Oh, schnell verstecken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier habe ich sie, glaube ich, gesehen. Irgendwo, diese Meerjungfrauen. Wo sind sie nur hin? Ich muss wohl einen Tauchgang machen. Hup. Oh Mann, Mama hat gesagt, ich soll nicht mit den Menschen reden, weil sie böse sind, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ach komm, ich probiere es einfach. Hallo, wie geht es dir? Oh, danke der Nachfrage. Mir geht es jetzt schon viel, viel besser. Was soll das? Hey, das war ja wirklich viel einfacher, als ich gedacht habe. Mann, diese Meerjungfrauen werden auch immer blöder. Du wirst mir einen Haufen Geld einbringen, Kleines. Was? Aber ich möchte nicht mit dir kommen. Tja, dazu ist es nun leider zu spät. Hilfe! Die Prinzessin ist schon lange nicht nach Hause gekommen. Schatz, ich hab dir gesagt, du sollst nicht so lange draußen bleiben. Schatz? Hey, wo ist sie denn hin? Hast du sie gesehen, Herr Oktopus? Nein, sie ist nach oben gegangen und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Nach oben? Aber ich habe doch nicht gesagt, dass sie nach oben gehen soll. Hier sind doch immer die Menschen unterwegs. Oh nein, sie wurde wahrscheinlich mitgenommen. Und da wären wir auch schon. So, zack, ab geht's. Guten Morgen, Mann. Das ging ziemlich schnell. Oh, fantastisch. Das ist sicher ein sehr, sehr wertvolles Exemplar. Sie hat blaue Haare und sie ist eine Meerjungfrau. Ja, natürlich ist sie eine Meerjungfrau. Mann, du hast doch gesagt, ich soll eine Meerjungfrau besorgen. Okay, um ehrlich zu sein, war ich mir wirklich nicht so ganz sicher, ob es die wirklich gibt, aber wow, faszinierend. Na dann, gehen wir mal in mein Aquarium. Hey, stopp, Moment mal. Hast du nicht was vergessen? Ach ja, Karte? Ich hab doch kein Kartenlesengerät, Mann. Behalt einfach die Karte. Bis dann, tschüss. Oh, was für eine Frechheit. Also, liebe Schüler, lascht und schloschlägt. Bevor wir mit dem heutigen Unterricht anfangen, muss ich euch etwas ganz Besonderes sagen. Etwas ganz Besonderes? Oh, jetzt bin ich aber richtig gespannt, Heffi. Wir bekommen heute Besuch vom Skilife-Beschützer, Herr... Eichhörnchen. Herr Eichhörnchen, alter Wahnsinn. Hab ich noch nie von dem Typen gehört, aber trotzdem irgendwie cool. Ganz recht. Er ist nämlich hier, um eine Sensation zu verkünden. Wollt ihr wissen, was für eine Sensation genau? Ja, natürlich. Ich habe absolut keine Ahnung. Das muss ich euch dann selber sagen. Hallo, Herr Eichhörnchen. Hallo, Herr Fisch. Na, wie geht es dir heute so? Mir geht es gut. Interessiert mich nicht. Gut, ich wollte die gesamte Schulklasse zu mir ins Sea Life einladen. Denn dort haben wir eine ganz, ganz, ganz besondere neue Attraktion. Und die wäre? Ja, was genau ist das denn bitte? Ist es etwa ein Kugelfisch?
Ich mag Kugelfische. Nein, nein, ein Kugelfisch ist doch viel zu normal. Ein quadratischer Fisch wäre mal was. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich eine Meerjungfrau gefangen. Was? 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 Hä? Ah, nein. Okay, nein, ich mach's diesmal nicht. Aber was genau meinst du denn mit Meerjungfrau? Die gibt es doch überhaupt nicht. Und ob es die gibt, und ich werde es dir beweisen. Und zwar, wenn du ins Sea Life kommst. Na dann, ich wünsche euch noch viel Spaß im Unterricht, ne? Bis dann, man sieht sich, tschüss. Schön, Moment, soll ich dir den Ausgang zeigen? Den Ausgang zeigen? Hältst du mich etwa für dumm? Ich finde den Ausgang selber. Nicht den Ausgang finden, für wen hält er mich denn bitte? Hier ist der Ausgang. In gewisser Art und Weise ist es ein Ausgang. Wie kommt man denn hier raus? Was ist das für eine blöde Schule? Das ist jetzt auf jeden Fall Schellscham. Herr Fies, stimmt das, was er sagt? Ich dachte immer, Meerjungfrauen gibt es überhaupt nicht. Doch, doch, natürlich gibt es Meerjungfrauen. Die kenne ich super gut. Denn, Shedrick, ich muss dir ein Geheimnis verraten. Ein Geheimnis? Was denn für eins? Psst, du darfst keinem verraten. Aber ich bin Schupperfisch, der Schupperheld. Was? Echt? Wow. Damit hätte niemand rechnen können. Ja, ja, ich bin sehr gut darin, meine Identität zu verbergen. Also, liebe Kinder, egal was ihr gehört habt, ich bin nicht Schupperfisch, ja? Nicht Schupperfisch. Okay, aber das bedeutet, wenn es mehr Jungfrauen wirklich gibt und er sie gefangen hat, dann kann er sie doch nicht einfach im Aquarium halten, oder? Naja, schon. Wäre theoretisch möglich. Es gibt keine Geschätze für mehr Jungfrauen. Wir müssen uns das dringend mal angucken. Los, zum Skilife. Hi, ja, ja, wie sind wir denn so schnell hierher gekommen? Ja, du weißt doch, Shedrick, ich bin Schupperfisch. Ich kann mich überall hin teleportieren. Wow, krass, das ist Wahnsinn. Gut, also dann. Wir müssen jetzt erstmal schauen, wo genau die Meerjungfrauen... Hallo, eine Sekunde bitte. Sie müssen noch Eintritt bezahlen, das haben sie komplett vergessen. Aber so läuft das bei mir nicht, ja, ja. An mir kommt keiner vorbei. Ja, was geht ab, Leute? Tschüss. Oh Mann, Alter, wow, ziemlich krass hier. Und was ist dann mit dem Typen, der gerade an uns vorbeigelaufen ist? Was für ein Typen, der gerade an uns vorbeigelaufen ist? Reinlegen kann ich mich selber. Oh Mann. Ah, Herr Fisch und seine Schüler. Oh, oder auch nur ein Schüler. Oh, Herr Direktor, ich wollte gerade Eintritt von Ihnen verlangen. Ach, Susan, das ist doch gar nicht so wichtig. Das ist ein guter Kollege von mir, Herr Fisch. Ein guter Kollege von Ihnen? Ah, das ist toll. Wie lange kennen Sie ihn denn schon? Ich kenne ihn gar nicht, aber er hat dieselbe Frisur wie ich, also muss er sympathisch sein. Oh, okay. Was? Oh, ja, stimmt. Seid ihr hier, um die Meerjungfrau zu sehen? Na, dann folgt mir mal. Oh, wow, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Es ist ein ganz, ganz frisches Exemplar. Frisch gefangen, gerade aus der... wo auch immer. Schuschu, und wo genau ist sie? Genau hier. Was? Das ist ja unfassbar. Oh nein, es ist die Prinzessin. Schupperfisch, du bist es. Hilfe bitte, hol mich hier raus. Hä? Kennt ihr euch? Nein, nein, ich bin nicht Schupperfisch. Ich verwechsel mich sicher mit irgendjemandem. Doch, natürlich bist du Schupperfisch. Ich würde dich doch sofort erkennen. Ich bin nicht Schupperfisch. Okay. Naja, egal, wie dem auch sei. Interessiert ihr euch für die Meerjungfrau? Ja, auf jeden Fall mega. Ich würde sie euch sogar verkaufen. Für einen gewissen Preis gehört sie euch. Was? Du verkaufst uns eine Meerjungfrau? Ja, ja, natürlich, klar. Aber pst, das muss keiner wissen. Das ist ein schönes Angebot, aber ich glaube, das kann ich gar nicht bezahlen. Ah, ja gut, okay. Oh Mann, der Typ ist wirklich maximal komisch. Halt durch, Kleine. Wir retten dich sicher, ich und Schupperfisch. Okay, bitte, bitte, lass mich nicht allein. Hey, hast du gerade mit ihr geredet? Nein. Oh, okay, dann ist gut. Denn mit dir reden kostet $5. Ah, okay. Nun denn, ist trotzdem schön, sie zu sehen. Bis dann. Komm mit, Shedrick. Oh, ja, klar, war super toll. Haha, toll. Cool, bis dann. Schon was aber auch, Shedrick. Das können wir doch nicht zulassen, oder? Dass er einfach eine arme Meerjungfrau irgendwo in ein Aquarium sperrt. Wir müssen sie retten. Ja, du hast recht, das müssen wir. Aber das können wir nicht jetzt tun. Wir müssen warten, bis die Nacht eingebrochen ist. Wie bitte? Wer ist wo eingebrochen? Ach, gar nichts. Oh, übrigens, ich erinnere mich an diesen Superhelden da. Wie hieß der nochmal? Schupperfisch oder so? Das bin nicht ich. Oh, okay, schade. Mann, Herr Fisch, Sie sind wirklich der unauffälligste, auffälligste Superheld. Gut, dann los. Warten wir, bis die Nacht hereingebrochen ist. Irgendwie vertraue ich den beiden nicht. Ich werde das Ganze mal im Auge behalten. Psst, Herr Fisch. Wir müssen ganz, ganz leise sein. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wir müssen leise sein. Ach, schaut das doch gleich. Da musst du doch nicht schon rumschreien. Ach, Gott sei Dank hat hier ein Schlaf wie ein Stein. Ich wäre davon garantiert aufgewacht. Was? Ist irgendjemand hier? So, warte ganz, ganz ruhig. Rein hier schnell. Okay, alles schon gut, Shedrick. Der Plan ist folgender Marsch. Wir sollten verhindern, dass die Prinzessin aufwacht, um sie nicht zu schockieren. Und, dafür ist es schon zu spät, Jungs. Ach, dann ist ja gut. Also, wir wollen dich retten, Kleine. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee, hierher zu kommen. Was? Wieso? Weil
er hier ist. Wen meinst du? Oh, ich glaube, sie redet von mir. Na gut, wen haben wir denn hier? Herr Fisch. Oder soll ich lieber sagen, Superfisch? Was? Woher weißt du das? Oh, kennst du mich nicht mehr, mein Bruder? Was, mein Bruder? Du bist die schwarze Ente. Ja, Mann, ich bin die schwarze Ente. Diese Familie ist echt bekloppt, Mann. Warum sind das alles irgendwelche komischen Superhelden? Du bist jetzt mal ganz still, Cedric, ja? Ich weiß auch über deinen YouTube-Kanal Bescheid. Was? Ich mache YouTube-Videos? Oh Mann, krass. Woher weiß er das nur? Bruder, wir können das nicht zulassen, dass du einfach eine Meerjungfrau gefangen nimmst. Sie gehört ins Meer. Das steckt ja sogar im Namen. Meerjungfrau, verstehst du? Das mag vielleicht sein, aber ich kann eine Menge Kohle damit machen. Aber Bruder, ist denn Kohle wirklich alles im Leben? Ja. Hm, okay. Okay, während die beiden ein bisschen quatschen, würde ich mal sagen, nehme ich die Prinzessin und gehe ganz schnell weg. Und ich sage dir, du darfst sie nicht mitnehmen. Sie bleibt hier in meinem Besitz. Das kann ich nicht zulassen. Und ob du das zulassen wirst? Und wenn du es nicht tust, dann wirst du selber in diesem Aquarium landen, ja? Frag mich doch einfach die Prinzessin, was sie davon hält. Prinzessin, was... wo ist sie denn hin? Sie ist genau da, wo sie sein soll. Nämlich in meinem Was? Oh, Cedric hat sie geklaut. Schnell hinterher. Okay, Prinzessin, wir müssen uns ganz schnell beeilen. Cedric, ich kenne eine Abkürzung. Okay, super. Hier sind wir auf jeden Fall in Sicherheit. Hast du wirklich nichts Besseres als dieses blöde Kinderbecken? Aber du bist doch ein Kind, oder? Ich bin 200 Jahre alt, Mann. Oh, okay. Sollte man dich vielleicht dann lieber mehr Altfrau nennen? Hey, ich bin doch ziemlich jung für eine Meerjungfrau. Meine Mutter ist zum Beispiel schon 5000 Jahre alt. Wow, das ist krass. Kennst du dann noch so Leute wie, keine Ahnung, Jesus? Ja, klar, die waren gute Freunde in der Uni-Zeit. Wow, krass. Gut. Wir müssen hier auf jeden Fall kurz in Sicherheit bleiben. Und dann bringe ich dich wieder zurück nach Hause, okay? Ah, na schön. Also dann, lieber Bruder, rede mit mir. Wo ist Cedric und wo ist die Prinzessin? Das werde ich dir niemals verraten. Oh, und ob du es mir verraten wirst, du kannst absolut kein Geheimnis bei dir halten. Nicht mal deine Identität als Superheld kannst du verschweigen. Das stimmt überhaupt nicht. Niemand weiß, dass ich Superfisch bin. Ups. Ja, siehst du, genau das ist es, was ich meine. Ich werde einfach hier ein bisschen warten und irgendwann wirst du noch mit mir sprechen. Was willst du denn überhaupt von mir wischen? Wo ist Cedric? Cedric? Ah, ja, ja. Den wirst du niemals finden, weil ich dir niemals verraten werde, dass er vermutlich bei sich zu Hause ist. Oh, Mist. Oh, immerhin 10 Sekunden. Das ist ein neuer Rekord für dich, Bruder. Na, wir sehen uns. Bis dann. Ich hole mir meine Prinzessin wieder zurück. Wupp. Was mache ich denn hier auf dem Dach? Egal. Gut, ich bin da. Cedric, komm her. Ich habe eine Packung Doritos für dich. Oh, Doritos. Stopp, Cedric, das ist er. Das ist die schwarze Ente. Ach, Quatsch, jemand, der Doritos hat, kann kein schlechter Mensch sein. Moment mal, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, da müssen wir ganz schnell weg. Oh, schnell zu mir. Wir schieben das Ganze wohl doch ein bisschen vor. Ah, Cedric, leckere Doritos. Dreieckig, rund und kreisförmig. Das ist dasselbe. Na, egal. Wo bist du? Oh, ein Pool. Hör, sie waren gerade noch hier. Ich erwische euch noch. Schnell hinterher. Okay, Prinzessin, da wären wir auf jeden Fall schon. So, ich muss dich jetzt einfach nur noch zurück ins Wasser schmeißen. Und schon bist du wieder in der Freiheit. Ich danke dir, Cedric. Das werde ich dir niemals vergessen. Kein Problem, das mache ich doch immer gerne. Bis dann. Los, schwimm schnell weg, bevor er kommt. Okay, pass gut auf dich auf, Cedric. Und los. Oh Mann, was ein liebes Mädchen. Oder Oma? Ach, keine Ahnung. Da bist du ja. Oh-oh. Oh-oh, trifft es wohl auf den Punkt. Wo hast du sie hingebracht? Verrat es mir sofort. Ich werde sie bekommen. Egal, was du tust. Der ist der Kartenbetrüger. Was? Bezahlst du jetzt endlich dafür, dass ich dir eine Meerjungfrau gefangen habe, hä? Das. Na, warte. Dachtest du etwa, du kannst mich betrügen? Da hast du dich geschnitten. Ich krieg dich noch. Hey Mann, ganz ruhig. Hilfe. Oh Gott. Schnell weg hier. Dieser Irre. Das gibt's doch wohl nicht. Mann. Ich hatte fast alles gehabt. Zur Hölle mit dir, Superfisch. Na gut, das lief wohl schon irgendwie so ein bisschen geplant und irgendwie auch. Hey, ihr beiden, seid ihr noch nicht wach? Hallo, es ist 12 Uhr mittags. Hallo. Ja, Mann, Cedric, was soll das Ganze denn schon wieder? Also, ich will ja nichts sagen, aber ihr schlaft mittlerweile schon deutlich länger als ich. Und vor allem er hier, er schläft wirklich ewig lang. Oh, Cedric, guten Morgen. Kannst du mich nicht einfach mal in Ruhe schlafen lassen? Nein, kann ich nicht. Du wolltest doch heute kochen. Ach ja. Ja, da war ja was. Oh Mann, um ehrlich zu sein, habe ich absolut keinen Hunger. Es fühlt sich so an, als hätte ich 30 Döner verdrückt. Was? Was um alles in der Welt ist das denn? Schatz, wie ist das denn passiert? Moment mal ganz kurz. Wie bin ich denn von heute auf morgen so dick geworden? Das ist eine wirklich sehr gute Frage. Das sieht irgendwie ehrlich gesagt gar nicht gesund aus. Vielleicht sollten wir damit lieber zum Arzt gehen. Oh ja, das sollten wir dringend tun. Also Frau Doktor, was ist mit ihm los? Also es verwirrt mich ja selbst ein bisschen, aber... Das
Nein, das kann überhaupt nicht sein. Das ist totaler Quatsch. Aber wir werden noch mal ganz kurz ein paar Tests durchführen. Alles ruhig. Alles ruhig? Oh Mann, ey. Geht's dir gut, Papa? Ja, mir geht es schon ganz in Ordnung. Also so gut, wie es mir gehen kann, aber... Eine Sekunde, ich muss ganz kurz mit einer Kollegin telefonieren. Hallo? Frau Doktor, alle Indizien weisen auf eine Schwangerschaft hin. Aber das kann überhaupt nicht sein, denn bei den Patienten handelt es sich um einen... Oh mein Gott, denn? Naja, um einen Mann. Ein Mann? Bitte was? Das ist absolut unmöglich. Das habe ich auch gedacht, aber es scheint zu stimmen. Kommen Sie schnell her, Frau Doktor. Ja, würde ich ja tun, aber da gibt es ein Problem. Und welches denn? Naja, ich bin schon hier. Oh, ups, ich dachte, ich hätte mit dem Telefon geredet. Na gut, dann schauen Sie sich das an. Okay, ja, das mache ich auf jeden Fall. Geh mal weg da. Okay, na gut. Sagen Sie mal, und tut es Ihnen weh, wenn ich Sie schlage? Autsch, ja, was soll das denn? Oh mein Gott, Sie haben recht. Wir müssen euch etwas sagen. Ja, er ist schwanger. Was? 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 Also, naja, ich wusste es sowieso schon, aber was? Ich weiß zwar auch nicht ganz genau, wie das möglich ist, aber wir werden uns wahrscheinlich darum kümmern müssen, dass das Baby so bald wie möglich kommt. Komm, Schwester, wir müssen alles vorbereiten. Zum Operationssaal, los! Wir haben nicht mehr viel Zeit. Okay, ist ja gut, ich komme sofort. Aber wie ist sowas denn möglich? Ich dachte, das geht überhaupt nicht. Papa, wie ist das passiert? Papa! Ja, aber was? Also ich weiß es selbst nicht. Ich dachte auch nicht, dass sowas möglich ist. Wie kann das denn nur passiert sein? Na, wer könnte denn wohl hinter so einer bösartigen Gemeinheit stecken? Niemand anderes als ich, der größte und mächtigste Zauberer in ganz Toka. Entschuldigung für die Störung, Sir. Boka, was willst du denn, Mann? Du hast gerade meine epische Ansprache unterbrochen. Also das war absolut nicht meine Absicht, obwohl eigentlich doch. Soll ich dich etwa in eine Fledermaus verwandeln? Ja, das wäre eigentlich schon echt cool. Ich wollte schon immer mal fliegen. Ach, vergiss es. Dir kann man nicht drohen. Gut, was willst du denn? Also, mich interessiert nur eine Sache. Sag mal, wenn du für diesen Sohn von dem Mann da verantwortlich bist, was genau hast du denn davon oder warum hast du das überhaupt gemacht? Ach, Albert, du bist so unfassbar dumm. Manchmal frage ich mich, warum du überhaupt mein Gehilfe geworden bist. Ach so, genau deswegen. Ja, genau deswegen, Meister. Ich bin so dumm, dass ich nicht mal Angst vor euch habe. Ach, weißt du was, Albert? Ich erkläre dir, was der Sinn dahinter ist. Es wird nämlich ein ganz besonderes Kind auf die Welt kommen und nicht irgendeins. Oh, das wirst du schon noch verstehen. Doktor, Doktor, ein Notfall, ein Notfall! Was? Durchfall? Wo? Nein, nicht schon wieder. Das ist super eklig. Was? Nein, kein Durchfall, ein Notfall. Moment ganz kurz, ich kann dich leider nicht hören. So, jetzt? Nochmal bitte? Es gibt einen Notfall! Autsch! Oh, das war viel zu laut. Ich hab ja schon verstanden. Du musst nicht so schreien. Ein Notfall. Okay, gut. Worum geht es denn bitte? Wir haben einen schwangeren Mann in der Station. Ach, Schwester, für Aprilscherze ist es deutlich zu früh. Oder zu spät. Aber auf jeden Fall haben wir heute nicht den 1. April. Das ist kein Scherz. Wie? Was? Achtung, ich rutsche! Oh! Ups, den Wagen anschubsen war doch keine so gute Idee. Papa, ist alles gut? Cedric, immer das Gleiche mit dir. Alles okay? Also, seid ihr euch wirklich sicher? Ich meine, das könnten doch auch ein paar Döner zu viel gewesen sein. Nein, wir sind uns ganz sicher. Probier's einfach. Okay, na schön. Gut, dann versuchen wir das mal hinzubekommen. Ich bin sofort wieder da. Wartet draußen. Okay, wir müssen draußen warten, Leute. Oh Mann, ey. Ich dachte eigentlich immer, dass ich das irgendwann durchmachen muss, aber nicht er. Naja, ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Wer weiß. Ihr braucht euch absolut keine Sorgen zu machen, Leute. Der Doktor ist der Allerbeste. Wie oft hast du das eigentlich schon mal gemacht, Doktor? Naja, das ist jetzt ungefähr das 21. Mal. Puh, dann bin ich ja beruhigt. Aber logisch, nach so vielen Versuchen muss es ja mal klappen. Und los geht's! Was? Das Geschrei ist ganz normal. Es bedeutet eigentlich nur, dass alles korrekt nach Plan läuft. Oh nein, es läuft gar nichts nach Plan! Ja, also das, ihr müsst einfach darauf vertrauen, dass der Doktor der Beste ist. Und der Einzige. Und geschafft! Wuhu! Nein, Moment, das ist Mr. Tintenfisch. Was machst du hier? Man hat mir gesagt, dass hier der Luftschacht repariert werden muss. Dort drin ist er, oder? Der hat alles kaputt gemacht und den nehme ich jetzt mit. Guten Tag. Ah, da kommt ja schon euer Kind. Jo, Leute, was geht ab? Ich habe einen Neuner gefunden. Bis dann, tschüss. Moment, was zum Teufel? Das ist mein neuer Bruder? Nein, das ist Mr. Octopus. Ich glaube, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Oh, es tut so weh. Das bedeutet eigentlich nur, dass es gar nichts weh tut. Und zack. Wups, da haben wir es auch schon. Oh yeah, das hat tatsächlich funktioniert. Ganz schön krass, wenn ich ehrlich bin. Hatte ich mir so nicht vorgestellt. Na gut, ich lasse den Mann mal wieder schlafen. Das ist ziemlich stressig für ihn, glaube ich. Hey Leute, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh mein Gott, ist der süß. Also irgendwie, okay, er hat irgendwie ein grünes Haar oder so. Das ist komisch. Kacken.
Oh Mann, ist der niedlich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass... Naja, egal. Was sagst du denn dazu, Mama? Also, das finde ich schon ziemlich krass, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß so absolut nicht, wie das möglich ist, aber freuen tue ich mich trotzdem. Ganz genau. Und wie geht's eigentlich, Papa? Wann steht er denn wieder auf? Oh, das kann auch ungefähr 2 Stunden dauern, bis er aufsteht. Oh, ich bin wach und mein Kopf tut weh. Oder er wacht ganz genau jetzt auf. Ich muss kurz nach ihm schauen. Oh, Junge. Also, Moment. Das Ganze verstehe ich jetzt nicht so ganz. Dieses Kind hat ein grünes Haar und was ist daran jetzt so außergewöhnlich? Ach, Albert, du erkennst immer nur die offensichtlichsten Sachen. Allerdings steckt da noch viel, viel mehr hinter. Und glaub mir, du wirst noch sehen, was ich damit meine. Wow, okay, na gut. Heißt dann, schön, dass wir jetzt alle mittlerweile wieder zu Hause sind und dass es dir wieder gut geht, Papa. Obwohl, mir fällt ja gerade ein, wo ist das Baby eigentlich? Oh, das ist ganz sicher hier irgendwo in der Nähe. Wo ist es denn hin? Oh nein, hat es sich verlaufen. Wir müssen es suchen. Los, los. Hey, jetzt entspannt euch doch mal ganz kurz. Ich kann durchaus auf mich selbst aufpassen. Was? Moment mal. Wieso kannst du denn bitte reden? Ach, Cedric, du bist immer so unfassbar naiv. Da gibt es eine ganz einfache Erklärung für. Ja, und welche? Wenn ich ehrlich bin, kenne ich sie nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine gibt. Oh Mann, das ist aber ganz schön komisch. Ich meine, wir haben ein sprechendes Baby mit einem grünen Haar auf dem Kopf. Und abgesehen davon hat Papa es bekommen, das ergibt irgendwie absolut überhaupt keinen Sinn. Ja, du hast recht. Das ist echt verwirrend. Sag mal, Kleiner, woher kommst du? Naja, wollen wir das wirklich so genau besprechen? Ja, das ist ein gutes Argument. Ach, komm schon, Leute, das bringt absolut gar nichts. Wir müssen mit irgendjemandem darüber sprechen. Irgendwas stimmt mit diesem Kind nicht. Hey, mit mir ist alles in Ordnung. Also, ich sehe da überhaupt kein Problem, aber na schön. Mich interessiert mittlerweile auch, warum ich eigentlich hier bin und was ich alles kann. Ah, ja, endlich mal in der Mittagspause sich einen schönen, leckeren Burger gönnen. Oh Mann, ey, ich habe heute so viel gearbeitet, ich habe absolut keine Lust mehr. Hey, was genau macht ihr denn hier bitte, Leute? Oh, hey, Doktor, wir haben eine ganz wichtige Frage wegen dem Baby. Ach, schon wieder? Ihr wart doch gestern schon hier. Na schön, was ist denn los? Geht's ihm nicht gut? Oh, ihm geht es ausgezeichnet. Sogar viel zu gut, wenn man ehrlich ist. Was heißt denn bitte zu gut? Wie soll ich das verstehen? Hallo, was geht ab, Mann? Moment mal ganz kurz, was? Dieses Kind kann sprechen und es kann Dinge zum Schweben bringen? Ist das in Tokabuka nicht normal? Ja, eigentlich schon, aber wow, ich meine ganz im Ernst. Irgendwas stimmt mit diesem Kind nicht. Ach, was du nicht sagst, das ist genau der Grund, warum wir dich fragen wollten, was damit ist. Na schön, also wir könnten natürlich versuchen, ein paar höchst illegale Experimente zu machen und dadurch an irgendwelche Informationen zu gelangen, oder wir tun gar nichts. Was genau meinst du denn mit illegalen Experimenten? Oh, Cedric, das ist natürlich mein Spezialgebiet. Ich werde es dir zeigen, aber davor muss ich ganz kurz etwas erledigen. Oh Mann, was denkt ihr denn, was für hochgeheime und komplexe Sachen er jetzt machen wird? Ich werde mir jetzt erstmal eine Pizza reinziehen. Und vielleicht noch ein Chicken. So, dann Leute, ich bin bereit. Lasst uns das Labor aufsuchen. Das Labor? Das Labor. Wow, das sieht ganz schön krass hier drin aus, wenn ich ehrlich bin. Und wie weit sind Sie, Herr Doktor? Oh, es scheint eigentlich alles ganz gut zu laufen. Oh mein Gott, nein! Ich habe ihn in eine Gurke verwandelt. Was? 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 Oh, hey Leute, was geht? Ich habe hier eine Gurke gefunden. Lecker. Oh nein, du hast meinen Sohn gegessen. Ach so, du bist ja mein Sohn. Was zum Kuckuck geht denn bitte bei euch ab, Leute? Alles okay bei euch? Ja, vergiss das einfach. Ich bin manchmal ein etwas komischer Wissenschaftler. Moment, wir machen das Experiment ganz kurz. Also probier mal das hier. Was ist das? Oh, das war sehr scharfe Chili. Entschuldigung, vielleicht ist das hier besser. Ja, nein, das macht es nicht besser. Okay, dann vielleicht das hier. Okay, jetzt regnet es oder schneit, ich weiß es nicht. Mach, dass es aufhört, das ist furchtbar. Ja, okay, gut, kein Problem. Hier ist ein Donut, zack, und dann müsste das so, ist am besten die ganze Schachtel. Mach das bitte nie wieder. Ach nein, Quatsch, alles gut, ich... hallo, ich schwebe. Oh nein, Hilfe, hallo, was soll das? So, das hat er jetzt davon. Der kann sein Kram selber futtern. Oh Mann, bist du so eine Art Zauberer oder sowas? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann Leute zum Schweben bringen. Ich glaube, das ist schon ziemlich magisch, oder? Oh nein. Wer hat da gesprochen? Ich bin es, Cedric. Oh mein Gott, der Secret Mann, du bist es schon wieder. Ach ja, Cedric, die Folgen von Tokapuka sind so vorhersehbar. Mittlerweile weiß man, dass ich eigentlich hinter allem stecke. Okay. Genauso natürlich hinter dem kleinen Spaß, den ich mir bei deinem Vater erlaubt
habe. Komm mit, mein Kleiner. Du bist nicht der Sohn von deinem Vater. Ich bin nicht der Sohn von meinem Vater? Natürlich bin ich das. Ja, bist du natürlich. Ich meinte damit eigentlich nur, dass du mein Vater, mein Sohn bist. Mein Gott, jetzt bin ich schon völlig durcheinander. Was? Aber wie ist das denn bitte möglich? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ach, ihr seid so unfassbar unwissend. Das Ganze geht mit ein paar Magietricks. Ich hatte selber nur nicht so ganz die Lust darauf, die Beschwörung zu übernehmen. Und du kommst jetzt mal mit, mein Kleiner. Du bist nämlich einer von meiner Sorte. Ein Magier. Und mit mir zusammen werden wir Großes vollbringen. Wow, das ist ein ganz schön großer Stuhl. Ja, ganz genau, weil dieser Stuhl für große Männer gedacht ist wie mich. Hey, Leute, sollten wir den Typen mal aufwecken? Nein, lieber nicht. Frau Mann, es gibt etwas ganz Besonderes. Wow, was? Etwas ganz Besonderes? Was ist denn los? Ist mein Sohn endlich da? Ja, sozusagen ist er da. Es gibt nur ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Was denn bitte für ein kleines Problem? Geht es ihm etwa nicht gut? Also gut geht es ihm schon. Naja, so gut wie es ihm halt gehen kann in dem Alter. Bitte was? Na, was geht ab, ihr Socken? Ist alles okay bei euch? Warum sollte ich denn hierher kommen? Wer ist denn dieser alte, komische Opa? Also, das ist ihr Sohn, Frau Mann. Bitte was? Was? Hallo, die ist doch 30 Jahre jünger als ich. Da, in dem Alter war ich auf jeden Fall noch frisch. Wobei, ich erinnere mich gar nicht an das Alter. Also, stopp mal. Wie genau ist das denn bitte möglich? Das muss irgendein Irrtum sein. Nein, das ist absolut kein Irrtum. Aber ich wünsche euch mal viel Spaß. Wir haften für gar nichts. Tschüss. Und wie hast du es ihr beigebracht? Also, jetzt, wo ich es gemacht habe, wirkt es auf jeden Fall noch komischer als davor. Oh Gott, na schön. Dann würde ich mal sagen, kommst du mit zu mir nach Hause, oder? Ach, ich gehe in meine Villa. Wobei, ich habe keine Villa. Na schön, dann gehen wir halt zu dir nach Hause. Meine Güte, warum dauert das Ganze denn bitte so lange? Ich bin voll nervös schon. Hey Schatz, ich bin wieder zu Hause. Da bist du ja. Du hast so unglaublich lange gebraucht. Wo ist denn unser Sohn? Der ist hinter mir. Hallo, ich bin Cedric. Oh, das ist ja reizend. Du hast deinen Vater mitgebracht. Guten Tag. Guten Tag. Wo kann man hier was futtern? Okay, gut. Wo ist denn unser Sohn? Geht es ihm etwa nicht gut? Nein, ihm geht es prächtig, wie du gerade gesehen hast. Wie, was? Wo ist er denn? Naja, er ist dieser alte Mann, der gerade uns vorbeigelaufen ist. Bitte was? Mein Gott, das hier soll mein Zimmer werden? Das sieht ja aus, als wäre es gemacht für ein kleines Kind. Ach Gott, ein Hochbett, da komme ich doch nicht mal hoch. Eieiei, also da müssen wir noch mal drüber reden. Moment mal, was? Das ist unser Sohn? Aber warum genau ist das denn so? Ich habe absolut keine Ahnung. Die im Krankenhaus haben ja auch nichts Genaues dazu sagen können. Was? Aber das kann doch wohl nur ein Scherz sein. Wir müssen auf ihn aufpassen. Schließlich ist er ein alter, gebrechlicher Mann. Wie bitte? Also alt bin ich schon. Zumindest ein bisschen älter als du. Aber gebrechlich? Ich zeig dir gleich, wer hier gebrechlich ist. Hilfe! Komm schon, ich krieg dich. Du bist ja jetzt schon aus der Puste. Na, wart's ab. Los! Okay, ist ja gut. Ich gebe auf. Oh Mann, ey. Du bist wirklich nicht der Sohn, den ich erwartet habe, aber ich bin mal gespannt, was mit dir noch passiert. Na gut, dann noch viel Spaß auf dem Sofa. Schatz, wir müssen irgendwie dahinter kommen. Irgendwas stimmt hier nicht. Dass hier irgendwas nicht stimmt, habe ich auch schon gemerkt. Danke für die Information. Aber gut, wir werden einfach mal gucken, dass wir damit klarkommen können. Eieiei, ist das euer Ernst? Ja, Cedric, du musst auf jeden Fall in die Schule gehen. Ich meine, du bist letztendlich schon 6 Jahre alt. 6 Jahre alt? Ach Gott, Mann, man wird auch nicht jünger. Naja, jeder wird nicht jünger, außer du. Na gut, wir werden das irgendwie mit dem Lehrer klären müssen, glaube ich. Warum das denn? Ach so, du meinst, weil er aussieht wie 50 und ein Bart hat und naja. Ach, das kriege ich schon hin, aber dankeschön für die Hilfe. So, also Nathan, wen haben wir denn hier? Guten Morgen, Kollege. Du bist aber nicht sehr gesprächig, oder? Hey, wie geht's dir? Ich bin Herr Fisch. Wieso redest du gerade mit dem Skelett? Mit dem Skelett? Ach, das sieht doch aus wie ein netter Geselle. Aber pst, mit den Schüchternen darf man nicht zu viel reden. Zu viel Aufmerksamkeit macht sie noch schüchterner. Ja, genau das. Shinji der Vater von irgendwem hier oder wie kann ich Ihnen helfen? Nein, ich bin nicht der Vater von jemandem. Ich bin ein Schüler. Was? Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, finde ich auch, aber reden Sie doch mit meinen Eltern darüber. Was? Mit deinen Eltern? Ja, das sind wir. Also, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ja, er ist alt geboren und wird immer jünger, soweit ich weiß. Guten Tag. Warum sprechen hier alle mit einem Skelett? Psst, reden Sie nicht so viel über ihn. Schüchterne Leute werden noch schüchterner, wenn man viel über sie redet. Wir haben doch alle eine Maische hier. Also, Herr Fisch, ich habe sehr viel Gutes von Ihnen gehört und deswegen denken wir, dass du ganz gut mit unserem Jungen klarkommen kannst. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich meine,
meine, er ist schließlich viel älter als ich. Und älter als ihr beide wahrscheinlich auch. Ja, er sieht doch eigentlich nur so aus. Im Grunde genommen ist er noch ein ganz, ganz junger und naiver, unerfahrener Mann. Kind, meine ich natürlich. Gut, wir sehen uns dann später wieder. Bis dann. Tschüss, viel Spaß. Halt, stopp, Moment mal ganz kurz. Ja, er hat recht. Damit musst du jetzt leider klarkommen. Dann tschüss und ciao, Skeletti. Bis dann. Ciao, ciao. Was? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich auch nicht, Mann. Die Welt ist so kompliziert geworden, seitdem man ein Skelett ist. Um Himmels Willen, ich bin wirklich verrückt geworden. Ey, wo ist es denn nur? Wo ist es denn nur? Warum ist hier alles so durcheinander? Cedric, bist du jetzt endlich fertig? Ja, ich gebe mir ja schon Mühe. Ich finde meine Maske noch nicht. Cedric, es ist ganz, ganz wichtig, dass du heute eine super tolle Show ablieferst. Ich will dir zwar überhaupt keinen Druck machen, aber sogar deine Eltern sitzen im Publikum. Was? Oh, das ist ja Wahnsinn. Die habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ja, und abgesehen davon sind sie die Einzigen, die im Publikum sitzen. Oh, ganz schön leer hier. Ja, magst du Popcorn? Klar, gerne. Deswegen musst du heute richtig durchziehen. Gut, also dann, wir brauchen, glaube ich, den Wald. So, ja, klappt das schon mal? Ah, perfekt. Super, ich hole jetzt meine... Ah, da ist sie ja. Oh Gott, endlich habe ich sie gefunden. Mann, das war wirklich ganz schön knapp. Oh, Cedric, Gott sei Dank, du hast es endlich geschafft. Na, dann lass uns mal loslegen. Ja, lass uns loslegen. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Juhu. Buh. Warum buhst du sie denn aus? Ja, warum buhst du mich denn aus? Was? Ich dachte, wir sind hier, um meinen Sohn zu sehen und nicht um irgendeine Wikingerin. Ja, Cedric kommt ja auch noch gleich. Ach so, dann, ja! Nein, jetzt habt ihr mich beleidigt. Ich habe absolut keine Lust mehr auf dieses Stück. Mein Job ist einfach nur furchtbar. Ich hasse mein Leben. Oh Gott. Nein, Lena bitte nicht. Hi! Yeah, da ist er ja! Oder ist er das? Ich glaube, es ist, also ich kann zumindest deine Augen so ein bisschen durch dieses komische Ding erkennen. Nimm mal kurz das Ding runter. Was für ein Ding? Ach so, du meinst das hier. Ja, ich bin's, Papa. Ah, super. Ja, ich bin auf jeden Fall der Ninja, der die einsame Kriegerin überfällt. Warte mal ganz kurz. Hier ist gar keine einsame Kriegerin mehr unterwegs. Ach so, Lena ist ja von der Bühne gegangen. Ah, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich kann meine Rolle jetzt nicht so gut durchführen, weil ich der Einzige auf der Bühne bin. Was? Ach, komm schon. Das war so eine kurze Rolle. Aber ich kann vielleicht ein bisschen bellisch umgehen und so weiter. Gut. Cedric, du bist gefeuert. Ach, komm schon. Ach, naja, es ist doch immer wieder das Gleiche. Ist ja gut, dann gehe ich halt wieder. Ach, das ist doch alles für die Katz, Mann. Ich verstehe es einfach nicht. Ach, Cedric, ist das jetzt etwa schon der dritte Job diesen Tag, den du verloren hast? Nein, ich meine ja, aber... Ach, du verstehst mich nicht. Ich habe schon so viele Sachen probiert und irgendwie klappt nichts davon. Ach, weißt du was? Ich kenne da eine sehr, sehr gute Lösung für dich. Und welche wäre das denn bitte? Musst ganz einfach eine Frau finden. Genau so habe ich das auch gemacht, ja. Und was bringt mir das bitte damit, dass ich all meine Jobs verloren habe? Absolut gar nichts, aber zumindest fühlst du dich da nicht mehr so schlecht. Ach, danke für diesen hilfreichen Tipp, Papa. Oh Mann. Dass man solche Tipps einem 40-Jährigen überhaupt noch geben muss, ist etwas komisch. Ach, Papa, ich weiß, dass ich schon 40 Jahre alt bin, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie wie 20. Irgendwie muss ich, glaube ich, vielleicht hast du recht. Ich probiere das auf jeden Fall mal aus. Doch, das finde ich eine gute Idee. Danke, Papa, danke für den Tipp. Woo! Also dann, es ist wunderbar, dich kennenzulernen. Oh ja, ich finde es super toll, dich endlich mal zu treffen. Gut, hacken wir mal die ganz normalen Fragen ab. Wie heißt du denn? Ich heiße Cedric. Ich bin ein großer... Schauspieler gewesen für ungefähr eine Stunde. Hey, das ist doch schon mal mehr, als die meisten schaffen. Ganz recht. Hallo, darf ich dir eine Rose anbieten, die du deiner Freundin geben kannst? Sie ist zwar nicht meine Freundin, also noch nicht natürlich, aber klar, dankeschön. Hier, bitte sehr. Oh, dankeschön. Das war wirklich super. Dankeschön. Das war nicht kostenlos. Das macht dann 50 Euro extra. Schreibe ich auf die Rechnung. Bitte was? Egal. Cedric, wir haben da gar nicht darüber geredet, aber wie alt bist du eigentlich? Sag mir vielleicht erstmal, wie alt du bist. Ich bin 21 und du? Ich bin 49. Haha, du Spaßvogel. Aber wie alt bist du denn wirklich? Nein, das war schon ernst gemeint. Ich bin wirklich 49 Jahre alt. Bitte was? Aber wie soll das denn möglich sein? Du siehst aus, als wärst du Anfang 20. Naja, es ist nun mal so. Also ich habe eine ganz seltene Krankheit, sodass ich als alter Mann geboren wurde und jetzt halt immer jünger werde, je älter ich bin. Bitte was? Das
Das gibt's wirklich? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber scheinbar schon. In Tokaboka ist ja alles möglich. Oh Mann, dann muss ich... Ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. hey, bleib doch kurz hier. Muss wirklich nur ganz kurz auf Toilette. Ah, oh Gott. Hallo, ich bin gerade fertig geworden. Möchten Sie bezahlen? Nein, möchte ich nicht. Mein Freund bezahlt für mich. Tschüss. Och Mann, das hat wirklich gar nicht mal so gut funktioniert. Also dann die Rechnung. Die Rechnung? Aber wir haben doch nichts gegessen. Naja, also die Rose, die hat sie mitgenommen. Die kostet 50 Euro. Oh Mann. Nein, das machst du nicht. Das verbitte ich mir. Hallo, du musst doch gewickelt werden. Ich bin sogar älter als du. Ich muss nicht gewickelt werden. Ach, weißt du, Kleiner, alte Menschen müssen auch manchmal gewickelt werden. Ja, aber so alt bin ich jetzt wirklich auch nicht. Ach Gott, du bist so schwierig. Schau mal nach oben. Haha, so blöd bin ich nicht. Ah, du bist viel zu schlau für mich. Oh, was ist denn da links? Was ist da? Hey, hallo, du hast mich reingelegt. Und ob ich das habe, Kleiner? Na, dann komm mal mit. Ich glaube, deine Eltern sind schon da, um dich abzuholen. Ah, da sind sie auch schon. Hallo, und wie geht's dem Kleinen heute so? Mir geht es wirklich ausgezeichnet. Oh ja, wie geht es dem Kleinen? Ich kann ihn ja kaum noch sehen. Oh, da ist er ja. Oh, okay, ich glaube, ich brauche eine stärkere Brille. Oh Mann, Alter, das Ganze ist sowas von peinlich. Ihr habt ihn wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Und das nächste Mal könnt ihr ihm gerne mal sagen, dass er ein bisschen netter zu den Leuten sein sollte. Eieieiei. Ach, das ist ja toll. Dann lass uns mal nach Hause gehen. Los. wo geht es denn eigentlich lang? Ach, Schatz, du brauchst echt eine Brille. Du hast schon eine Brille. Naja, vergiss es. Dann brauchst du vielleicht zwei Brillen. Was für eine Frechheit, Schatz. Ich brauche keine zwei Brillen. Ich brauch... Ach, Mann, meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ach, das war wirklich wieder ein schöner Spaziergang. Aber Gott sei Dank sind wir endlich wieder zu Hause. Oh Gott, ja, endlich sind wir wirklich mal wieder zu Hause. Mann, oh Mann, es ist wirklich komisch, mit über 80 Jahren noch bei seinen Eltern leben zu müssen. Ja, ganz schön komisch. Komisch, nicht wahr? Und ob. Aber na gut, ich würde trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Tokaboka-Story. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und einen Abo auf den Kanal da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao!